Hallo, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ihr seht schon, was ich hier habe. Ich habe eine Nähmaschine neu. Eigentlich habe ich mir immer schon eine gewünscht. Ich wollte das auch immer schon total gerne lernen. Aber bisher ist es da nicht so richtig zu gekommen. Ich habe auch mal die von meiner Mama benutzt. Aber damit kam ich auch nicht so gut zurecht. Und jetzt habe ich endlich meine eigene. Ich hatte ja auch schon ein bisschen was versucht, auf dem Kanal mal mit Stoff zu machen. Aber ohne Nähmaschine ist das immer nicht so einfach. Ich habe ja zum Beispiel mal diese Eule gemacht, die habe ich dann geklebt, die Ränder, mit Textilkleber oder auch so mal was mit Nadel und Faden genäht. Aber mit so einer Nähmaschine, da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und ich freue mich schon, das jetzt zu lernen, das nach und nach auszuprobieren und euch dann auch tolle Sachen zu zeigen, die ich damit mache. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch mal eine Nähmaschine auszuleihen von der Mutter, von der Tante, von der Oma und das selber auch mal ein bisschen zu erproben. Diese Nähmaschine habe ich jetzt von Amazon.de, das ist der Bestseller dort. Die hat 100 Euro gekostet. Die soll wohl ganz gut sein, also hatte ganz gute Bewertungen und wahrscheinlich für mich jetzt als Einsteigerin genau das richtige Modell. Ich habe die jetzt wirklich gerade erst ausgepackt vor ein paar Minuten, aber ich habe es jetzt schon hier ausprobiert und schon einmal genäht, hier in so einem Taschentuch. Ich will euch das jetzt auch noch mal ein bisschen zeigen. Es gibt hier verschiedene Nähte, die können wir mal durchtesten und vielleicht habt ihr Interesse, einfach ein bisschen dabei zu sein, zu sehen, wie ich die Nähmaschine kennenlerne und vielleicht macht euch das auch ein bisschen Lust, auch selber mal zu nähen. Es kann natürlich auch sein, dass ihr totale Nähexperten schon seid, dann freue ich mich natürlich total über Tipps von euch. Also einfach unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen für mich habt, wenn ihr seht, ach, das weiß ich sicher noch nicht, das muss ich wissen beim Nähen, dann schreibt mir das einfach gerne unten rein. Ihr wundert euch vielleicht, wie ich es schon geschafft habe, so eine Naht zu nähen. Man musste das Ganze hier erst ein bisschen einstellen, man musste hier die Fäden reinfädeln. Das war alles hier in dieser Bedienungsanleitung. Das habe ich jetzt eben Schritt für Schritt gemacht. Ist wirklich ganz gut beschrieben, auch mit Bildern. Und das habe ich dann eigentlich relativ problemlos hinbekommen. Und ja, dann will ich das Ganze euch jetzt mal zeigen. Also besonders spannend finde ich eben, dass hier die verschiedenen Nähte abgebildet sind, die man so machen kann. Und hier sind dann Buchstaben und das kann ich hier oben dann einstellen. Da oben seht ihr, ich habe schon grünen Faden eingefädelt. An der Seite sieht man, kommt der Stecker raus. Der eine führt in die Steckdose und der andere führt zu meinem Fußpedal. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Moment. Ist natürlich hier auf dem Boden. Das ist einfach so ein Pedal, da kann man sich draufstellen und damit nähen. Jetzt gerade ist die Nähmaschine nicht an. Kann sie natürlich auch einmal anschalten. An der Seite ist ein Schalter, dann geht auch das Licht an. Die Fäden habe ich ja schon hier eingefädelt und wenn ich hier mit dem Fuß dann drauf gehe, fängt es an zu nähen. Und jetzt haben sich meine Fäden hier auch schon reingezogen, weil man muss ja eigentlich durch den Stoff durchnähen. Ich habe jetzt alles hier wieder gerichtet mit den Fäden und ich nähe jetzt einfach nochmal durch ein Taschentuch. Dafür muss ich jetzt hier meinen kleinen Nähfuß runtersetzen, also dafür ist hier innen ein Hebel. Und dann versuche ich das mal jetzt. Eben hat es ja ganz gut funktioniert, als ihr nicht dabei wart. Mal schauen, wie es jetzt ist. Hier kann man übrigens die Richtung wechseln, dann kann ich wieder zurücknähen und dann wieder nach vorne. So, und den Nähfuß wieder nach oben. Das ist schon mal eine ganz einfache Naht. Und hier sieht man, hier habe ich immer hin und her genäht. Hier hat sich das, glaube ich, schon wieder irgendwie ein bisschen verheddert. Ne, so, super. Und jetzt stelle ich das Ganze mal auf C ein. Falsche Richtung. Ja, genau, C. Jetzt bin ich ja gespannt, das soll jetzt zickzack sein.
Die Nadel steckt drin, die muss ich wieder hochdrehen hier an der Seite. Oh, und sieht richtig cool aus. Super schön, finde ich. Von beiden Seiten ein gutes Zickzackmuster. Da kommen mir auch schon direkt Ideen, was man damit so Schönes machen kann. Als nächstes habe ich mal auf D geschaltet. Das ist noch eine ganz andere Naht. Und ich habe mir mal ein neues Taschentuch genommen, damit wir das auch wirklich gut erkennen können. Und sehr interessant. Ich mache es mal wieder hoch. So, die Nadel wieder rausdrehen. Das ist auch Zickzack, aber ein bisschen anders. Zickzack mit ganz vielen kleinen Einstichen und von hinten auch. Mhm. Also nochmal hier der Unterschied. Das eine ist einfach Zickzack hin und her und hier sind immer noch kleine Einstiche. Das ist auf jeden Fall dann fester. Jetzt mache ich mal als nächstes E. Fuß wieder runterklappen und ich nähe los. Ach so, der Faden war aus der Nadel rausgegangen. Deswegen ist jetzt gerade erstmal gar nichts. So, ich habe die Nadel wieder eingefädelt und schon mal die Naht ausprobiert. So sieht die aus. Sehr interessant. Das ist schon so eine Ziernaht. Also ich glaube, das macht man nicht, wenn man irgendwas einfach nur festnähen möchte, sondern wenn das wirklich besonders interessant und schön aussehen soll. So, jetzt habe ich noch F und G ausprobiert, beziehungsweise F habe ich zweimal ausprobiert. Das hier ist F, das und das. Diese etwas schmaleren, also mit so einer kleinen Spitze. Und G ist genau andersrum, also F, da geht die Spitze nach links. Und bei G ist die Spitze etwas größer und geht nach rechts. Und hier hatte ich das eben andersrum drin liegen, deswegen geht das hier in die gleiche Richtung. Ja, das waren jetzt schon die verschiedenen Programme, die man hier machen kann. Jetzt habe ich noch was weiteres rausgefunden. Wenn ich hier oben auf S.S gehe, auf die Länge, also die Stichlängen, auf dem Stichlängenknopf S.S auswähle, dann kann ich noch ganz andere Muster machen. Und zwar die Muster, die hier immer noch so neben in Rot abgebildet sind. Und ich habe jetzt zum Beispiel mal D ausprobiert. Also hier D. Und das sieht dann so aus. Also da kann man wirklich sehr schöne Sachen mitmachen. Allein die Nähte gefallen mir schon total gut. Macht wirklich Spaß, das alles auszuprobieren. Das war's dann auch schon für heute von meiner Nähmaschine. Ich werde jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen üben und euch dann ein paar Sachen zeigen. Aber vielleicht habt ihr Lust, dann auch mal so mitzumachen, auch mal auszuprobieren. Oder ihr habt eben noch ganz gute Tipps für mich oder Alternativen, die man dann machen kann. Also für diejenigen, die keine Nähmaschine haben, vielleicht habt ihr dann da Ideen, wie die anderen das nachmachen können. Und ja, ich würde mich auch total freuen, wenn ihr das alles in die Kommentare schreibt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!